ein deutlich höheres Bürgergeld, Entlastungen, die sich am Einkommen orientieren und ein Stopp von Mieterhöhungen, damit alle sich Wohnraum leisten können. Hallo Dresden, toll, dass ihr alle hier seid, dass ihr alle mit uns hier zusammensteht für eine solidarische Antwort auf diese Krise, für Klimaschutz und für soziale Sicherheit. Ganz verschiedene Perspektiven aus unserem Bündnis gehört. Die Sozialverbände, die für die gesprochen haben, die in dieser Krise am allerhärtesten getroffen werden. Die Gewerkschaften, die berichtet haben von ihren Kämpfen für faire Löhne, auch in der Krise. Und den BUND, der klar gemacht hat, gerade jetzt in der Krise ist Klimaschutz ganz wichtig voranzutreiben. Und wir stehen. Und außerdem Herbststadtexte, die sich hier in Dresden stark dafür machen, dass diese Krise nicht von den Rechten vereinnahmt wird. Auch dafür nochmal einen richtig großen Applaus! Wir sind heute alle gemeinsam hier. Alle gemeinsam stehen wir heute hier, weil wir von der Bundesregierung solidarische Politik in der Krise fordern. Und dass wir alle hier zusammenstehen, das zeigt, wir lassen uns nicht gegeneinander ausspielen. Wir denken soziale Gerechtigkeit zusammen mit Klimaschutz. Wir stehen solidarisch mit der Ukraine und für echte Solidarität in unserer Gesellschaft. Und echte Solidarität, das heißt zuallererst einmal zielgerichtete Entlastung für die Menschen, die sie wirklich brauchen. Denn eins ist klar, diese Krise trifft Menschen ganz unterschiedlich stark. Und gerade hier im Osten gibt es viele, die keine großen angesparten Vermögen haben, die die mal ebenso durch die Krise bringen, die viel weniger verdienen, als es sonst im Bundesdurchschnitt ist und die deshalb besonders stark unter den hohen Kosten aktuell leisten. Erleiden, nicht leisten, leisten auch. Und deshalb sind wir heute hier, weil wir Entlastung fordern, die wirklich hilft. Und das heißt, ein deutlich höheres Bürgergeld. Das heißt, Entlastungen, die sich am Einkommen orientieren und ein Stopp von Mieterhöhungen, damit alle sich Wohnraum leisten können. Solidarität heißt aber auch genauso, in Zukunft Sicherheit und Teilhabe für alle zu schaffen. Und deshalb ist unsere Botschaft an die Bundesregierung heute auch, wir müssen in dieser Krise die Weichen auf Klimaschutz stellen. Die Regierung muss jetzt massiv investieren in den Ausbau der Erneuerbaren, in Gebäudesanierung und in bezahlbaren Nahverkehr für alle. Wir wollen also und wir brauchen eine gerechte Sozialpolitik und massive Investitionen in den Klimaschutz. Das kostet natürlich viel Geld und da muss Solidarität an dieser Stelle auch ganz klar heißen, das dürfen nicht weiter die Millionen Menschen stemmen, die jetzt schon nicht mehr über die Runden kommen, die sich jetzt schon Sorgen machen, wie sie bis zum Ende des Monats kommen. Es ist ganz klar an der Zeit, dass wir sagen, Superreiche und Konzerne, die in der Krise sogar noch reicher werden, die müssen sich jetzt endlich solidarisch daran beteiligen, uns aus dieser Krise auch wieder rauszubringen. Wer mehr hat, der muss mehr leisten. Und das heißt, wir brauchen eine Übergewinnsteuer und wir brauchen eine Vermögenssteuer für Superreiche. Und für diese Solidarität sind wir heute auf der Straße. Und damit stellen wir uns gegen die, die diese Krise für nationalistische Parolen und rechte Hetze instrumentalisieren. Sie wollen die Ängste und den Frust der Menschen dafür nutzen, ihre eigene menschenverachtende Agenda durchzudrücken und werben für nationalistische Abschottung, für Verbleiben in fossiler Abhängigkeit und für Solidarität, die nur unter Deutschen gilt, das kann nicht sein. Aber wir alle, wir, die heute hier sind, wir zeigen,
dass die Antwort auf diese Ängste nicht Ausgrenzung und ein Gegeneinander ist. Unsere Antwort ist Solidarität. Unsere Antwort ist der Kampf für eine gerechtere, ökologische und sozial sichere Politik für alle. Wir überlassen diesen Protest nicht den Rechten. Und dafür sind nicht nur wir heute in Dresden auf der Straße, sondern auch in Berlin, Hannover, Stuttgart, Düsseldorf und Frankfurt am Main. Überall in ganz Deutschland versammeln sich heute Tausende, um von der Regierung eine solidarische Antwort auf die Krise zu fordern. Und mit Ihnen allen gemeinsam stehen wir heute hier und fordern eine Politik, die uns zukunftsfest macht, die Lasten gerecht verteilt, soziale Sicherheit schafft und niemanden im Regen stehen lässt. Vielen Dank, viel Spaß euch! Vielen Dank, Lea. Wir starten jetzt wenige Minuten in die Demonstration. Ihr habt es schon gehört. Wir laufen hier los, logisch, wir stehen hier gerade, und laufen in diese Richtung, Richtung Staatskanzlei.